Hier gibt es doch tatsächlich in Nix so eine Glasbläserei. Die machen hier Mundblasen. Das ist total genial. Da habe ich jetzt mal eine Weile zugeschaut. Echt schön. Und die haben hier ganz tolle Sachen, was die hier machen. Davon aus, dass das hier dann das fertige Produkt ist, in kleinerer Form, was sie jetzt da vorne in diesen Ofen rechts rein oben reingepackt haben. Ich nehme an, dass der jetzt noch mal da gebrannt wird. Boah, jetzt geht es hier weiter. Ich muss jetzt hier noch mal gucken. Wie dreht sie das jetzt? Wird noch mal aufgeheizt, dass man das wahrscheinlich besser formen kann. Don't go on the road. No, I don't. Okay. Also ich bin mal absolut gespannt, was das jetzt wird. Ob das auch so eine Art Teller wird, was sie da oben reingepackt hat. Oder ob das jetzt eine Kugel wird. Das weiß Marmorierte gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und dann eben drauf dieses Honigfarbe, ne? Jetzt wird wieder gepustet. Ja, und die packt es immer wieder da rein, wenn es wenn sie eine Weile geformt hat und dann das wahrscheinlich zu kalt wird zum Formen, dann packt sie es hier vorne in so einen kleinen Ofen rein und erwärmt es wieder, damit es wieder formbar wird. Also ich habe sowas noch nie live gesehen und ich bin da gerade echt begeistert, mit welcher Grazie die das hier machen. Und das ist ein Knochenjob, die Frau spitzt wie verrückt, das muss super heiß sein. Und das gibt jetzt entweder, also ich bin mal gespannt, was das wird. Wow, das ist sowas von heiß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, wie schnell das da drinnen so ein flacher Teller wurde oder eine Schale. Das hat sie jetzt in dem Ofen drinne gemacht. Krass. It's beautiful. How long have you been doing this? For 22 years. 22 years? Okay. And you do all of these stuff in here? Or different? No, all the glass is mine and all the ceramic is Sarah's. Is Sarah's? Okay. Two people and then we have some assistants. Uh-huh. It's a hard work, I guess, because it's very hot. It's not hot. Yeah, okay. But it's nice. It's really nice. Thank you. Bye. Mandy und ich sind dann heute mit dem Bus nach Akörkeby gefahren, von Nexus aus. Und von dort sind wir hierher nach Almeningen. Und ja, das hier ist jetzt auch wieder ein Shelterplatz, der sich Ködehüs nennt. Und ja, das sieht jetzt hier halt so aus. Hier vorne ist ein Shelter. Das ist so ein bisschen kleiner und ja, offener, ein bisschen heller. Da hinten ist noch eine Bank drin durchgezogen. Da ist eine Feuerstelle und ja, Bänke. Ich finde das eigentlich so ganz nett. Und wir sind jetzt heute mit dem Bus gefahren, weil das hier sehr weit ist. Zum einen, hier haben wir Holz drin. Und zum anderen, klar, wir hätten das wandern können, aber dieser Ort hier soll wunderschön sein. Und wir haben uns überlegt, hierher zu wandern. Wir haben nur 10 Tage Zeit zum Wandern oder 8. Da haben wir uns überlegt, ja, wir machen das so, wir fahren hierher mit dem Bus und von hier aus wandern wir morgen den ganzen Tag, also wir bleiben dann morgen hier an dieser Stelle, durchwandern hier dieses Gebiet den ganzen Tag, bleiben noch eine Nacht und gehen dann übermorgen, also heute ist Donnerstag, Freitag, am Samstag geht es dann wieder weiter zurück an die Küste. Also das ist jetzt so ein Abstecher ins Landesinnere. Jetzt war hier oben noch ein Häuschen und die heißen ja hier Hus. Und da sitzt jetzt schon die Mandy vom Hus oder Hüs. Und wir machen uns hier gerade eine Kleinigkeit zum Essen. Mandy hat hier Süppchen, macht sich Eier rein. Ich habe hier einfach nur Eier, die koche ich jetzt. Upsa, die kochen auch schon. Ja, ja, gekochte Eier. So, 5 Minuten. Ich hätte gerne hart gekochte Eier. Gut. Hier sind unsere Sachen und das hier ist unser Häuschen. Allein der Eingang. Ne? Ich habe mich vorhin da reingequillt. Ich sag's euch, Leute, ey, da musst du echt gelenkig sein. Und du darfst es nicht eilig haben. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen duster, sagt der Schuster. Upsa. Boah, jetzt habe ich mich verkokelt. Hier drüben habe ich schon mal aufgebaut. Auf der linken Seite, wenn man reinschaut. Das ist sehr, sehr niedrig gehalten, aber irgendwie doch muckelig. Und die Mandy wird sich dann nachher dahin platzieren. Und wir werden dann hier die Nacht verbringen. Und wie gesagt, morgen von hier aus einen kompletten Wandertag begehen ohne Rucksäcke. Das heißt, wir nehmen nur einen Tagesrucksack mit zu trinken und Verpflegung. Und die Rucksäcke lassen wir hier in der Hoffnung und in dem Vertrauen, dass hier nichts mitgenommen wird. Gut, unsere Wertsachen nehmen wir mit. Ich meine, so ein Rucksack, ganz ehrlich, hat auch einen ganz schönen Wert. Wenn der weg ist, dann sind das einige 100 €. Wenn ich bedenke, was mein Schlafsack gekostet hat, oh Gott, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Aber Mandy meint, man kann hier die Sachen liegen lassen. Ja, so sieht es hier hinter der Hütte aus. Leider ist da unten auch sowas wie eine Art Toilette. Da liegen lauter Taschentücher. Jeder hat dahin gemacht. Das ist echt unschön. Und das, obwohl da vorne ein Toilettenhaus ist. Ja, es ist halt ein Stück zu laufen. Ja, so schaut es hier aus. Und ja, ich werde jetzt mal nach meinen Eiern gucken, damit die mir nicht platzen. Das wäre blöd, denn ich will die morgen mitnehmen oder zum Frühstück zum Teil essen und heute Abend auch noch mal eins.
Ja, für heute sind wir raus. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir uns sehen. Geht doch nichts über geschmolzenen Käse. Heiß. Mmh.